Wir befinden uns zunächst im kartesischen Koordinatensystem y, x aus der Zeichenebene heraus, die z-Achse. Und um die z-Achse herum rotiert mit konstanter Winkelgeschwindigkeit eine Punktmasse auf einen masselosen Stab. Also dieser Stab rotiert um die z-Achse. Und diese Punktmasse kann sich ja reibungsfrei auf diesen masselosen Stab bewegen. Gut. Wir schauen uns das Ganze in Zylinderkoordinaten an. Das heißt, in 3D haben wir hier diese Rotation von diesem Stab. Ja, da befindet sich diese Punktmasse. Und hier ist unser Zylinderkoordinatensystem angepasst. Dann hätte ich hier minus z, hier plus z und hier z0. Dieser Stab rotiert. Ja. Also. Ich habe dann hier diesen Winkel Phi und die entsprechenden Zwangsbedingungen wären z0 naja, für F2 stellt man die Überlegung an. Wir rotieren hier mit konstanter Winkelgeschwindigkeit, das heißt Phi Punkt ist Omega. Naja, und das ist äquivalent zu Phi ist dann Omega mal T. Das wiederum kann ich schreiben als Phi minus Omega T gleich 0. Das wäre unsere zweite Zwangsbedingung. Gut, also zwei Zwangsbedingungen. Da sich die Punktmasse hier auf den Stab bewegen kann, ist klar, dass die generalisierte Koordinate einfach rho ist. Gut. Die Beschleunigung im Zylinderkoordinatensystem so formuliert: rho 2 Punkt minus rho mal phi Punkt zum Quadrat in die Dimension rho. Plus, also in die Radialrichtung, 2 Rho Punkt Phi Punkt plus Rho mal Phi 2 Punkt in die Dimension Phi plus Z 2 Punkt in die Dimension Z. Eigentlich könnten wir den gleich weglassen, weil wir haben ja keine Dynamik in die Dimension Z wegen dieser Zwangsbedingung. Aber wir lassen das an der Stelle noch stehen, weil der Formalismus die sowieso irgendwann rauswirft. Ja, die beschleunigende Kraft in diesem Zylinderkoordinatensystem ist die Summe der beteiligten Kräfte. Wir haben hier keine weitere Kraft vorhanden, außer diese, ja, beiden Zwangskräfte, die aus diesen beiden Zwangsbedingungen resultieren, wobei die eine Zwangskraft ja wieder zu vernachlässigen ist wegen dieser ja, Zwangsbedingung z gleich 0. Wir lassen zu diesem Zeitpunkt diese Gleichung aber in der Art und Weise stehen, weil der Formalismus auch hier das Richtige liefert und somit die Zwangskraft 1 sowieso rausfliegt. Ja, ich kann das Ganze umformulieren. Das ist ein Lagrange-Multiplikator, Index 1, der sich auf diese Zwangskraft bezieht. Naja, und ich befinde mich im Zylinderkoordinatensystem, dann sieht
der Nabla-Operator etwas anders aus. Das muss ich hier berücksichtigen. Die Zwangskraft 1 bezieht sich auf die Zwangsbedingung 1. Und dann schaut die Ableitung in dem Zylindersystem so aus. Plus zweite so. Ja, das kann ich zunächst mal ausrechnen. Ich habe hier abzuleiten nach Rho. Naja, die erste Zwangsbedingung ist z gleich 0. Also ist das 0, das 0 und das liefert einen Beitrag, nämlich 1 plus selbe Spiel mit der zweiten Zwangsbedingung. Ich habe nur die Koordinate phi hier zu beachten. Also wird das hier 0, beziehungsweise das hier 1 durch Rho mal 1 plus 0. So, jetzt nehmen wir das mit auf die Folgeseite. In die Dimension z. Ich habe mir hier die Vektoren hingeschrieben. Nein. Gut, dann schreibe ich hier den Betrag. Weil wenn ich hier den Pfeil drüber schreibe, ja, dann müsste ich ja hier die entsprechenden Basisvektoren hinschreiben. Ja. So, auch hier, ja, und hier. Aber bevor ich hier die rechte Seite abändere, mache ich lieber den Pfeil weg und sage, okay, ich schaue mir nur den Betrag an, muss ich hier auch die Pfeile löschen. Jetzt können wir wieder zurückspringen in die Vektorschreibweise MAZ. Jetzt fügen wir eben diese Basisvektoren hinzu. Ich habe einmal Lambda 1 mal 1 in die Dimension Z plus Lambda 2 mal 1 durch Rho mal 1 in die Dimension Phi. Das lässt sich vereinfachen. Das Ganze steht zunächst so da. Das ist äquivalent zu. Naja, was können wir bei der Beschleunigung alles vergessen? Also das nicht. Das auch nicht. Das ist Omega zum Quadrat. Dann machen wir hier die Klammer. Die Masse bezieht sich jetzt auf diese äußere Klammer. Plus 2 Rho Punkt Phi Punkt plus Rho. Das kann ich sicher vergessen, ja. Denn aus der Zwangsbedingung hier folgt ja, dass Phi 2.0 sein muss. Also ist das hier 0. Naja, und das hier hinten, das kann ich auch vergessen, denn aus der ersten Zwangsbedingung, ja, wenn ich die ableite, dann hätte ich zunächst 1, weil z gleich 0, Zwangsbedingung ist z, also dann hätte ich hier 1, und dann, wenn ich nochmal ableite, also ein zweites Mal, hätte ich hier 0. Ja. Also kann ich hier 0 schreiben. So, jetzt äußere Klammer zu. Ist gleich, naja. Und jetzt sieht man, der Formalismus liefert sofort, dass Lambda 1 0 sein muss, ja. Denn wir beziehen uns jetzt auf die entsprechenden Dimensionen. Ja, es muss ja gelten M.
ist ja 0. Hier steht ja gedanklich 0 mal der Basisvektor. Ja, das wäre die erste Gleichung. Die zweite, jetzt beziehe ich mich auf Phi. Auf der rechten Seite steht Lambda 2 durch Rho in die Dimension Phi. Und hier sammle ich das an, was übrig bleibt, nämlich 2 Rho Punkt Phi Punkt in die Dimension Phi. Das wäre die zweite Gleichung. Die dritte, ja, da steht 0 auf der rechten Seite, beziehungsweise Lambda 1 auf der rechten Seite und 0 auf der linken Seite, also 0 mal dieser Vektor. So, ja, man sieht hier nochmal, 0 muss Lambda 1 sein. Damit können wir die Zwangskraft 1 vergessen. Also die fliegt tatsächlich raus und wir konzentrieren uns auf die Zwangskraft 2. Gut. Das hier oben ist die Bewegungsgleichung, die interessiert uns nicht. Wir wollen die Zwangskraft ermitteln, die Kraft, die die Punktmasse sozusagen auf dem Stab hält. Ja, und dann schaue ich mir natürlich hier diese Gleichung an. Also, wir beziehen uns auf diese Dimension. Kann ich die Gleichung auch so schreiben. Ich multipliziere mit Rho und habe sofort meinen Lagrange-Multiplikator entdeckt. Jetzt ist ja die Zwangskraft so definiert. Multiplikator mal Operator angewandt auf diese zweite Zwangsbedingung. Gut, machen wir es mal ganz ausführlich. Dann steht hier da Rho, Rho Punkt, Phi Punkt, so mal. So, Phi minus Omega T plus 1 durch Rho Phi minus Omega T nach T Phi plus, naja, Phi minus Omega T diesmal nach Z. Gut, das bleibt in der Klammer. Also, das ist 0. Das hier hinten ist 1. Das ist 0. Ja. Also, was übrig bleibt, ist die Dimension Phi. Müssen hier noch die reinquetschen, weil die kann ich jetzt nicht vernachlässigen. Also dieser Basisvektor bezieht sich auf die Dimension, dieser Basisvektor auf die Dimension. Und hier hinten, ich schreibe es mit Pfeil, gehört noch der Basisvektor reingeschrieben, der auf die Dimension Z Bezug nimmt, weil wir formulieren ja hier Vektoren, ja. Gut. Also bei 0 schreibe ich nichts hin, die 1 schiebe ich etwas näher hierher. Dann kann ich das auch so schreiben zunächst. Und dann im nächsten Schritt erst ja, schreibe ich so. Ja, hier steht das Ganze dann so. Die beiden kürzen sich noch. Dann haben wir die Zwangskraft, die Masse müssen wir natürlich noch mitnehmen. Die Masse hier, ja, die bezieht sich natürlich auf die komplette Klammer. Die steht dann in jeder Gleichung mit dabei, ja. Darf man nicht verschlafen. Kein Problem. So. Schreiben wir sie noch schnell dazu. So, und jetzt ist es vollständig. Also, die Zwangskraft kann formuliert werden als plus 2m Phi Punkt, also Phi Punkt Rho Punkt
Und das Ganze geht in die Dimension Phi. Ja, schauen wir nochmal zurück. Ja. M2 Rho Punkt Phi Punkt. Okay. Alles in Ordnung. Und was sagt das jetzt aus? Ich habe hier den Stab. Dieser Stab rotiert um diese, ja, aufs kartesische System bezogen, um diese Z-Achse. Hier ist diese Punktmasse. Ich schreibe die Masse mal extra hier hoch. Und jetzt dieses Vorzeichen besagt, dass eine Kraft Z2 mit dem Betrag 2m O Punkt Phi Punkt, ja, das wäre der Betrag, in die positive E Phi Dimension wirkt, und zwar auf diese Punktmasse. Ja. Das ist logisch, denn wenn ich als mitrotierender Beobachter hier drin bin und den Vorgang anschaue, dann kompensiert diese Zwangskraft gerade diese Corioliskraft. Ja. Corioliskraft wird ja auch so formuliert, nur mit negativen Vorzeichen. Ja. Gut.